Das Märchen von Richard von Volkmann Leander, die drei Schwestern mit den gläsernen Herzen. Es gibt Menschen mit gläsernen Herzen. Wenn man leise daran rührt, klingen sie so fein wie silberne Glocken. Stößt man jedoch derb daran, so gehen sie entzwei. Das war nun auch ein Königspaar, das besaß drei Töchter und alle drei hatten gläserne Herzen. Kinder, sagte die Königin, nehmt euch mit euren Herzen in Acht, sie sind wie zerbrechliche Ware. Eines Tages jedoch lehnte sich die älteste Schwester zum Fenster hinaus und über die Brüstung und sah hinab in den Garten, wie die Bienen und Schmetterlinge um die Lefkoien flogen. Dabei drückte sie sich ihr Herz, kling ging es, wie wenn etwas zerspringt, und da fiel sie hin und war tot. Wieder nach einiger Zeit trank die zweite Tochter eine Tasse Kaffee zu heiß. Da gab es abermals einen Klang, wie wenn ein Glas springt, nur etwas feiner wie das erste Mal, aber auch sie fiel um. Da hob ihre Mutter sie auf und besah sie, merkte aber bald zu ihrer Freude, dass sie nicht tot war, sondern dass ihr Herz nur einen Sprung bekommen hatte, jedoch noch hielt. Was sollen wir nun mit unserer Tochter anfangen, ratschlagten der König und die Königin. Sie hat einen Sprung im Herzen und wenn er auch nur fein ist, so wird es doch leicht entzwei gehen. Wir müssen sie sehr in Acht nehmen. Aber die Prinzessin sagte, lasst mich nur, manchmal hält das, was einen Sprung bekommen hat, nachher gerade noch recht lange. Indessen war die jüngste Königstochter aus groß geworden und so schön, gut und verständig, dass von allen Seiten Königssöhne herbeiströmten und um sie freiten. Doch der alte König war durch Schaden klug geworden und sagte, ich habe nur noch eine ganze Tochter und auch die hat ein gläsernes Herz. Das soll sich jemand nehmen, so muss es ein König sein, der zugleich Glaser ist und mit so zerbrechlicher Ware umzugehen versteht. Allein es war unter den vielen Freiern nicht einer, der sich gleichzeitig auf die Glaserei verstanden hätte. Und so mussten sie alle wieder abziehen. Im Schlosse des Königs lebte jedoch ein Edelknabe, der nur mehr dreimal der jüngsten Königstochter die Schleppe zu tragen brauchte, um fertiger Edelmann zu sein. Als er nun das erste Mal der Prinzessin die Schleppe trug, sah er, dass sie einen ganz königlichen Gang hatte. Als er sie ihr das zweite Mal trug, sah die Prinzessin, sagte sie, lass einmal einen Augenblick die Schleppe los, gib mir deine Hand und führ mich die Treppe hinauf, aber fein zierlich, wie es sich für einen Edelknaben, der eine Königstochter führt, schickt. Als er dies tat, sah er, dass sie auch eine ganz königliche Hand hatte. Sie aber merkte auch etwas. Was es aber war, will ich erst nachher sagen. Endlich, als er ihr das dritte Mal die Schleppe trug, drehte sich die Königstochter um und sagte zu ihm, wie reizend du mir meine Schleppe trägst. So reizend hat mir noch nie und niemals das getragen. Da merkte der Edelknabe, dass sie auch eine ganz königliche Sprache führte. Damit war er nun fertig und Edelmann. Der König dankte und gratulierte ihm und sagte, er könne gehen. Als er ging, stand die Königstochter an der Gartentür und sprach zu ihm, du hast mir so reizend die Schleppe getragen wie kein anderer. Wenn du doch Glaser und König wärst. Darauf antwortete er, er wolle sich alle Mühe geben, es zu werden. Sie möge nur auf ihn warten, er käme gewiss wieder. Er ging also zu einem Glaser und fragte, ob er nicht einen Glaserjungen gebrauchen könnte. Jawohl, antwortete dieser, aber du weißt, 4 Jahre bei mir lernen. Im ersten Jahr lernst du die Semmeln vom Bäcker holen und die Kinder waschen, kämmen und anziehen. Im zweiten lernst du die Ritzen mit Kitt verschmieren, um dritten Glas schneiden und einsetzen und im vierten wirst du Meister.
Darauf fragte er den Glaser, ob er nicht von hinten anfangen können, weil er denn doch schneller, es dann schneller ginge. Indes der Glaser beteuerte ihm, dass ein ordentlicher Glaser immer von vorn anfangen müsse, sonst würde nichts Gescheites daraus werden. Damit gab er sich zufrieden. Im ersten Jahr holte er also die Semmel vom Bäcker, wusch und kämmte die Kinder und zog sie an. Im zweiten verschmierte er die Ritzen mit Kitt, im dritten lernte er Glas schneiden und im vierten Jahr wurde er Meister. Darauf zog er sich wieder seine Edelmannskleider an, nahm Abschied von seinem Lehrherrn und überlegte sich, wie er es anfangen solle, nun auch noch König zu werden. Während er so auf der Straße ganz in Gedanken versunken einherging und aufs Pflaster sah, trat ein Mann an ihn heran und fragte, ob er etwas verloren habe, das er immer auf die Erde sehe. Da erwiderte er, verloren habe er zwar nichts, aber suchen täte er doch etwas, nämlich ein Königreich. Und er fragte ihn, ob er nicht wisse, wie er zu beginnen habe, um König zu werden. Wenn du ein Glaser wärst, ha, sagte der Mann, wüsste ich schon Rat. Ich bin gerade Glaser geworden, antwortete er, und eben bin ich fertig. Als er dies sagte, erzählte ihm der Mann die Geschichte von den drei Schwestern mit den gläsernen Herzen und dass der alte König durchaus seine Tochter nur einem Glaser vermählen wolle. Anfangs, sprach er, war noch die Bedingung, dass der Glaser, der sie bekäme, auch noch ein König oder ein Königssohn sein müsse. Weil sich aber keiner fand, und beides war, Glaser und König zugleich, so hat er etwas nachgegeben, weil, wie es eben der Klügste immer tun muss, um zwei andere Bedingungen zu stellen. Glaser muss ja freilich immer noch sein, dabei bleibt es. Welche sind denn die beiden Bedingungen, fragte der junge Edelmann. Er muss der Prinzessin gefallen und Samtpatscherin haben. Kommt nun ein Glaser, welcher der Prinzessin gefällt und auch Sandpatschen hat, so will ihm der König seine Tochter geben und ihm später, wenn er einmal tot ist, zum König machen. Es sind nun auch schon eine Menge Glaser auf dem Schloss gewesen, aber die Prinzessin, der wollte keiner gefallen. Außerdem hatten sie auch alle kleine, keine Sandpatscher, sondern grobe Hände, die was von gewöhnlichen Glasern, erwartet man eben nichts anderes. Als dies der junge Edelmann vernommen, ging er zum Schloss, entdeckte sich dem König, erinnerte ihn daran, was er ihm als Edelknabe erzählt habe, und er sagte ihm, dass er seine Tochter zuliebe Glaser geworden und sie nun ganz und gern heiraten und nach seinem Tod der König werden wolle. Da ließ der König die Prinzessin rufen und fragte sie, ob der junge Edelmann ihr gefiele. Und als sie dies bejahte, weil sie ihn gleich erkannte, sagte er dann weiter, er solle nun auch seine Handschuhe ausziehen und zeigen, ob er auch Sandpatschen habe. Aber die Prinzessin meinte, dies sei ganz unnötig, sie wisse es ganz genau, dass er wirklich Sandpatschen hat. Sie hatte ihn schon damals bemerkt, als er sie die Treppe hinaufgeführt hatte. So waren beide Bedingungen erfüllt, und da die Prinzessin einen Glaser zum Mann bekam und noch dazu einen mit Sandpatschen, so nahm er ihr Herz sehr in Acht und es hielt bis an ihr seliges Ende. Die zweite Schwester aber, welche schon den Sprung hatte, wurde die Tante, und zwar die allerbeste Tante der Welt. Dies versicherten nicht bloß die Kinder, welche der junge Edelmann und die Prinzessin zusammen bekamen, sondern auch alle anderen Leute. Die kleinen Prinzessinnen lehrte sie lesen, beten und Puppenkleider machen. Den Prinzen aber besah sie die Zensuren. Wer eine gute Zensur hatte, wurde sehr gelobt und bekam etwas geschenkt. Hatte aber einmal einer eine schlechte Zensur, dann gab sie ihm einen Katzenkopf und sprach, sage mal, du sauberer Prinz, was du dir eigentlich vorstellst, was willst du später einmal werden? Heraus mit der Sprache, nun, wird's bald? Und wenn er dann schluckste und sagte, König, lachte sie und fragte, König, wohl König Midas, König Midas hochgeboren, mit zwei langen Eselohren, dann schämte sich der, welcher die schlechte Zensur bekommen hatte, gewaltig.
Und auch diese zweite Prinzessin wurde steinalt, obwohl ihr Herz einen Sprung hatte. Wenn sich jemand darüber wunderte, sagte sie regelmäßig, was in der Jugend einen Sprung kriegt und geht nicht gleich entzwei, das hält oft her nachher gerade noch recht lange. Und das ist auch wahr, denn meine Mutter hat auch so ein altes Sahnetöpfchen, weiß, mit kleinen bunten Blumensträußchen besät, das in einen Sprung hatte, solange ich denken kann, und hält immer noch. Und seit es meine Mutter hat, sind schon so viele neue Sahnetöpfchen gekauft und immer wieder zerbrochen worden, dass man sie gar nicht zählen kann. Genau so ist es in der Welt unseres Glases. Wir müssen achtsam sein und vorsichtig und auch keine Herzen zerstören. Dankeschön.